Genie oder Wahnsinn? Nintendo Labo ist irgendwo dazwischen angesiedelt und zweifelsohne das kurioseste Gaming-Experiment der letzten Jahre. Vereinfacht formuliert handelt es sich dabei um eine Kombination aus Software und, nun ja, Pappe. Genauer gesagt, Pappe in Form von vorgestanzten Kartonbögen, die Kinder zu ulkigen Objekten wie einem Klavier, einer Angelrute oder einem Puppenstübchen zusammenfalten können. Entsprechendes Fingerspitzengefühl und jede Menge Geduld vorausgesetzt, denn die Bastelzeiten beim Multistarter-Set betragen gut und gerne 2 bis 3 Stunden. Diese Konstrukte, Toy-Cons genannt, haben Aussparungen, in denen sich der Switch-Bildschirm oder die Mini-Controller platzieren lassen, um unterschiedlichste Konzepte zu verwirklichen. Die mitgelieferten Minispiele sind allesamt sehr schlicht und verlieren schnell an Reiz, haben aber einen gewissen Wow-Effekt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Etwa dann, wenn das RC-Kit sich allein durch die Vibrationen der Controller in Bewegung setzt. Die Minispiele dienen als Ideengeber für die Toy-Con-Werkstatt, ein einfach zu bedienender, aber komplexer Editor, der Kindern und Erwachsenen das Programmieren auf spaßige Weise näher bringt. Noch eine Spur abgefahrener: Mit dem Robo-Set für 80 Euro basteln Switch-Besitzer in rund 4 Stunden einen Rucksack, ein Visier und diverse Steuerelemente für Hände und Füße, die unter anderem mit Schnüren verbunden sind. So soll der Eindruck entstehen, in die Hülle eines riesigen Kampfroboters zu schlüpfen, der UFOs bekämpft und Gebäude dem Erdboden gleichmacht. Wie all das funktioniert? Vereinfacht ausgedrückt, reflektierende Streifen, die auf den Pappobjekten angebracht werden, und die Infrarotkameras der Mini-Controller sind die technischen Eckpfeiler der Labo-Idee, mit der sich Nintendo kreativ und konsequent dem Grafikwettrüsten zwischen Xbox und PlayStation entzieht. Frei nach dem Motto 4K, HDR, VR? Nee, lasst uns lieber was aus Karton machen. Ähnlich wie bei Lego ist auch bei Labo das Spielen an sich die unspektakulärste Erfahrung. Das Basteln ist deutlich unterhaltsamer. Ach ja, sollte mal etwas kaputt gehen, bietet Nintendo die Bastelbögen kostenlos zum Download an. Fazit: Man muss vor Nintendos Mut und Willen zur Innovation einfach den Hut ziehen. Labo ist ein völlig verrücktes Produkt. Aus Pappe. Für 80 Euro. Trotzdem ist es auf dem Markt und vielleicht ist es erst der Anfang eines Basteltrends in den Gaming-Buden dieser Welt.